Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Part SC Paderborn to be Wild. Es geht weiter in die nächste Runde. Wir haben heute einen starken Gegner vor der Brust mit Wolfsburg. Und während hier die Einführungssequenz mal wieder läuft, werde ich nochmal kurz auf eure Kommentare eingehen. Ich denke mal, das ist eine ganz gute Sache, dass man da in der Zeit kurz was macht und euch mit einbezieht. Das ist doch immer ganz gut. Keine Ahnung, hat im letzten Part geschrieben, mir als Tipp gegeben, ich soll die Spiele auf die Wunschliste machen, dann sehe ich dort, welche Position sie spielen können. Danke auf jeden Fall für den Tipp. Habe ich mal eben kurz ausprobiert. Ging auf jeden Fall. Aber trotzdem, klar, kann ich die Spieler auf die Position setzen, wo ich will. Das ist ja nicht wie beim Ultimate Team, dass die dann sogar Werte verlieren, nur weil die Chemie nicht gut ist, weil sie nicht auf ihrer Position spielen. So, dann, ich hätte Akpom ausleihen können, das habt ihr mir auch geschrieben, haufenweise, im letzten Part, da stand 2000, ich meinte so, ja, da habe ich ja gar nicht mal genug Geld übrig, aber ich hätte dann noch 2000 übrig gehabt, wenn ich ihn ausgeliehen hätte, hab mich jetzt aber auch eigentlich dagegen entschieden, weil ich wirklich genügend Spieler habe, meiner Meinung nach. Ich brauche im Prinzip eine A-Mannschaft, eine B-Mannschaft, auf jeder Position einmal auswechseln. Das reicht, um komplett durch die Saison zu kommen, meiner Meinung nach, bei FIFA, wenn man nicht extremes Verletzungspech hat. Und ich habe ja jetzt zurzeit drei verletzte Spieler. Mehr, glaube ich, werden es auch nicht werden und da kommen ja wieder welche zurück. So, meine Aufstellung habt ihr hoffentlich gesehen. Ich habe heute mal Stoppelkamp reingemacht. Und den Torsound habe ich im letzten Part vergessen. Ja, es tut mir auf jeden Fall leid. Ich habe nur so schön gesagt, ja, da kommt, habt ihr jetzt hier die Heide gehört. Habe ich dann irgendwie verpeilt. Und das letzte Video ist dann auch nicht am, oder dieses Video ist jetzt auch nicht am Samstag rausgekommen. Ich habe es einfach leider nicht mehr geschafft. Hatte noch die anderen Sachen gemacht und euch Pro Evolution Soccer dafür mal gezeigt. Und ich denke mal, das ist ja auch nicht schlecht gewesen. Ganz kurz will ich noch schauen, habe ich hier noch irgendwas ganz Wichtiges? Ach so, dann kam noch ein Tipp und den werde ich mir wahrscheinlich, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse, gleich werde ich darauf achten. Und zwar hatte ich mir einen Spieler von der freien Liste quasi mir angeschaut und dem seine Werte weiß ich jetzt. Das heißt, da wurde mir der Tipp gegeben, ja, hol dir den doch, zahlst du quasi dem sein Gehalt und verkaufst den am Ende gewinnbringend in der Winterpause. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vielleicht kommt er sogar ein, zweimal zum Einsatz. Ist auch schon relativ alt mit 29. Ich zeige den euch nochmal nach dem Spiel. Gut, jetzt muss ich mich hier auf Wolfsburg konzentrieren. So, und Ten Forder habe ich jetzt nochmal auf die Leihliste gemacht. Im Prinzip kann man den wirklich... auf die Transferliste sogar gemacht. Kann man im Prinzip weggeben, weil er ist wirklich nicht gut. Ich habe mir mal seine Werte nochmal angeschaut und... Ja, ich habe genug andere Spieler, die auch alternativ auf der Stürmerposition spielen können. Und da hätten wir immer bessere als Ten Forde selber. Das war auf jeden Fall hier ein Freistoß. Vranjic spielt jetzt übrigens auch, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und Kachunga wartet er noch auf seinen ersten Treffer oder hat er im letzten Spiel? Nein, immer den Ball mit. Ja, da warten wir, glaube ich, auch noch drauf, dass er aus dem Spiel raus ein Tor schießt, aber wir werden es sehen. Ich habe jetzt nicht genau gemerkt, wer hier wann getroffen hat. Ihr wisst es wahrscheinlich sogar besser als ich. Kevin De Bruyne, mein absoluter Favorite-Spieler. Nein, nicht so. Nicht gegen Wiese. Und schon gar nicht jetzt. Nein, scheiße. Dumbia, ey, der krasse Dumbia, echt. Jetzt völlig overpowered. Völlig overpowered. Ja, 10 Minuten vorbei und Wolfsburg ballert mir hier die Bude so richtig voll. Ja, und dann geht das Ding natürlich auch irgendwann mal rein. Scheiße da. Ja, jetzt konzentrieren und auf bessere Angriffe hoffen. Hier außen Stoppelkamp. Stoppelkamp ist echt eine gute Sau. Balui auch. Jetzt mal rausschießen. Schade. Der war angedreht und in die Ecke gezwirbelt quasi. Aber leider war da noch ein Benaglio. Ein Diego. Oh, hier, hallo. Danke, Freistoß. Nehme ich mit. Gut, Kachunga schießt den Freistoß. Vielleicht sollte ich auch mal die Freistoßschützen wählen. Balui. Tja, ich habe das Gefühl, die rennen da alle nicht rechtzeitig rein.
Doch. Nee. Was? Der wäre nicht im Abseits gewesen. Der war doch mal sowas von im Abseits, oder nicht? Ah, shit, komm, hol dir doch. Shit. Das war eigentlich ein schöner Angriff. Und jetzt kommen sie über Perisic. Ich glaube, der hat jetzt neulich ein richtig geiles Tor geschossen. Nein, ich muss da drauf gehen. Dumbia, böser Junge, geh weg. Nein, es ist so eng hier alles. Tim Wiese konnte bei dem Tor auch eben nichts mehr machen. Das war einfach die komplette Abwehr. Also Tim Wiese wird auch nie schuld sein, wenn hier irgendein Tor passiert. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. So, komm, Katschunga. Und jetzt vorne, klassisch. Wally. Einfach mal hier vorne in die Mitte und nochmal Katschunga. Shit, ja, doch, Freistoß. Ach, anstrengend hier. So, nee, ich mache ja gerne meine Pässe rein, aber das wird hier gerade nichts. Das kommt aber ganz gut. Hier noch einer, da noch einer, Balui. Mit dem... Jetzt doch mal! Es ist keiner da! Es ist keiner da, der schießen kann! Oh Mann! Jetzt habe ich aber wirklich hier mehr Chancen rausgeholt. Aber so richtig was draus machen kann ich hier nicht. Schon wieder ein Foul. Wolfsburg weiß ich hier nicht mit irgendwas anderem zu retten. 27 Minuten vorbei. Es ist ein reiner Krampf, finde ich. Mache ich jetzt mal offensiver einfach noch dazu? Oder lasse ich es einfach so? Ich meine, eigentlich läuft es ja gut. Ich verkacke einfach nur vorne. Ständig. So, und jetzt hier der klassische Heber drüber über die Verteidigung. Und dann kommt Hünemeyer hier nicht richtig dran. Wolfsburg eigentlich in absoluter Bedrängnis hinten bei sich. Aber die sind natürlich für einen Konter immer mal wieder gut. Ne? Da muss man aufpassen. So, irgendjemand hat mir noch geschrieben. Scheiße. Schon wieder ein Foul. Irgendjemand hatte mir noch geschrieben, wie der ausgesprochen wird, der Clinton. Warte mal, das gucke ich noch ganz kurz nebenbei jetzt. So, das hat doch hier jemand reingeschrieben. Achso, und Legende, ne? Nur gegen schwache Mannschaften. Manche wollen gar keine Legende, aber einmal werde ich es auf jeden Fall probieren. Achso, hier geht es ja noch weiter. Und ich fand auch nicht, dass im letzten Part irgendwie der Sound gebrummt hätte. Das war einer, der das geschrieben hat. Achso, und Luzern spielt wohl aktuell eigentlich total schlecht. Clinton Jä wird dieses E am Ende nicht ausgesprochen. Der Rest bleibt. N-G. Oder was? Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich muss jetzt nochmal gucken. Irgendjemand hat mir das nochmal genauer geschrieben. Das werden wir dann gleich nochmal prüfen. Noch nicht zu dem. Alter, ich reg mich öff. So, und jetzt kommt Wolfsburg. Und die brauchen nur einen Angriff. Dann ist hier die Heulerei ganz groß bei mir. Weil jetzt habe ich noch aktuell große Hoffnung, dass ich es hier schaffen kann. Irgendwie wenigstens erstmal den Ausgleich zu machen. Ja, ich komme nicht dran an den Ball. Die machen es gerade ganz gut und dann auf einmal doch wieder nicht. Jetzt muss der Torwart rauskommen. Ich kann nochmal kurz gucken nebenbei. So. Je wird ausgesprochen wie nie und je, aber langes je, nie je. Das hat einer hier geschrieben und zwar der Leon Schmidt, danke dafür, nie je. Wenn das richtig ist, dann gib dem Video ein Like. Nein, war ein Spaß, ich bin nicht like geil. So, okay, nie je, das wäre natürlich schön einfach. Mal gucken, ob ich es mir merken kann, ich bin ja schon ein alter Mann. Da vergisst man mal immer wieder Sachen. Und schon wieder ein Freistoß kurz vor dem Strafraum. Und es gibt Gelb. Nee, es gibt nicht Gelb. Wahrscheinlich wäre das der gewesen, der eben schon Gelb bekommen hatte. So, jetzt versuche ich. Von hier kann ich es mal so probieren. Aber. Mit. Wer hat hier Efe? Vrančić. So, oh, der ist Linksfuß, was auch nicht so schlecht ist. Aber! Oh, der war. Ja, war
schon mal schlecht, ne? Leider war die Mauer doch gut gesprungen. Ja, der war ein bisschen niedrig. Nicht Cananulu-like gegen Bayern. Alter, was hat der wieder für ein Tor gemacht? Hartherz, Mann. Mann, ich krieg aber auch keinen Schuss. Es ist wieder die Effektivität, die bei mir absolut unterstes Niveau ist. Aber, jetzt komme ich wieder nicht dran. Und Dumbia, der paced los und er lässt mich dann alt aussehen. Hartherz, aber hier am Start. Nein, ach, es war auch zu mutig da vorne mal rein. Versucht einfach mal blind. Auch hier meine Verteidigung ist mal wieder sehr wünschenswert. Und jetzt kommt Trash über außen. Und ich sage ja, die brauchen nur einen guten Angriff. Und die haben die Qualität, mit einem guten Angriff hier nochmal ein Tor zu machen. Ja? Also ich finde, dieses 1:0 für Wolfsburg ist schon sehr schmeichelhaft. Ich nutze meine Chancen leider nur nicht richtig. Ich mache mal wieder hohen Druck an. Dumbia und weg ist die Kugel. Ja, sehr schöner Pass, Basti. Sehr gut gemacht. So macht man es nicht. Perisic. Ja, jetzt haben wir ihn schön gestört da hinten. Wemmer übrigens auch mal in der Startaufstellung. Und jetzt... Balui ist halt extrem langsam irgendwie. Da ist es natürlich nicht schlecht, sowas wie ein Könneke zu haben. Und ich werde heute wieder dreimal auswechseln, ist ganz klar. So ein sicherer Einwurf soll es werden. Vrančić verliert den Ball nicht. Ich weiß, Leute, ich weiß, dass ich den Ball hier wieder ins Tor tragen will. Und doch nicht vergeben, sowas. Könneke kommt gleich rein. Könneke kommt gleich rein. Mann, wie kann man denn so einen Ball vergeben, ey? Leute. So. Ich mach das jetzt mal so, weil Kachunga... Ich bin kein Kachunga-Fan mehr, Leute. Es tut mir ja leid. Könneke hat im Sturm einfach so geil abgezogen. Den Rest der Saison, der hat uns die Europa League... im Endeffekt beschert, muss man so sagen. Das war der Kauf und ich weiß, der ist eigentlich nur auf Pace, aber ich meine, er hat die Dinger gemacht und ja, schöner Pass wieder mal. Er hat diese wichtigen Tore gemacht und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Ja, da muss man natürlich nicht versuchen durchzuschießen. Kann es natürlich versuchen, aber man muss es nicht versuchen. So, Könneke. Stoppelkamp. Stoppelkamp macht hier den Salto. Das ist kein Torjubel. Das war eher ein Überschlag als ein Salto. Schön hier aufgepasst von Saar. So, jetzt muss ich mal offensiver werden hier. Wally. Ey, komm, die muss ich doch noch haben. Oh, scheiße, jetzt bin ich hier weggerannt mit dem Spieler. Ich brauche hier was im Mittelfeld. Keiner da, der auf De Bruyne gehen kann. Keiner da. Klich. Wer ist eigentlich Klich? Jetzt kommt wieder ein Kommentar. Ey, du kennst Klich nicht, da hast du keine Ahnung von Fußball. So, De Bruyne. De Bruyne. Und Stoppelkamp. Ach, scheiße! Ich hasse grüne Trikots, da sehe ich immer nichts. Der Rasen ist grün, grüne Trikots müssen verboten werden. Gut, das Grün ist ja noch relativ hell. Aber wirklich, es gibt grüne Trikots, da frage ich mich, warum? Warum? Könnt ihr ja gleich euch eine Grasnaht aufs Trikot drauf drucken lassen. Tarnfarben, vielleicht noch Bundeswehr-Look. Ja, und jetzt kommen sie und sie kommen richtig mit Gebrüll. Aber Wiese hält hier das Ding fest. 65 Minuten Wechsel Caligiuri für Vierinha. Und ich werde jetzt, glaube ich, auch gleich nochmal einen bringen. Ne, zwei. Boah, Leute.
Leute, wollt ihr mich denn nervlich am Boden sehen oder was? So, ich mache jetzt, es ist jetzt mitten im Angriff. Wen habe ich denn noch eigentlich so dabei? Kotsch, Vajabo. Vielleicht machen wir es mal so, warte mal. Kotsch hier rechts hin. Und wie sieht es denn in der Innenverteidigung aus? Es sieht müde aus. Wir machen mal für Sahir Milanov rein, der Neuzugang. Und dann gucken wir mal, was wir da so hinkriegen oder auch eben nicht. Schöne Grätsche, alles mit fairen Mitteln. Komm doch in den Weg und da außen hin. Ich komme nicht ran. Und jetzt versucht Wolfsburg. Ja, wir kriegen einen Elfmeter. Scheiße, da bin ich nicht klug reingegangen. Das wird dann wohl meine erste Niederlage jetzt werden, wenn der reingeht. Dumbia zum zweiten. Ey, der macht immer. Der ist immer Torschützenkönig in der Bundesliga. Wenn er in meine Bundesliga reingekommen ist. So, wo schießt er hin? Links. Ah, Mann! Ich bin auch noch schön hingesprungen. Kommt er jetzt nicht. Keine Ahnung. Ach scheiße, die erste Saisonniederlage. Gut gegen Wolfsburg. Ich kann es nicht wegdrücken. Ich will es wegdrücken. Aber irgendwie kann man dieses Ding hier nicht wegmachen. Ja, das brauchen wir uns nicht anschauen. Tore vom Gegner sind immer böse. Jetzt gehen wir mal in totalen Angriff über. Jetzt ist es sowieso egal. Vielleicht kriegen wir ja noch was bei rum. Haben sie aber Glück gehabt. Ey, der Klich ist ja überall am Ball, habe ich das Gefühl. De Bruyne. Caligiuri. Erstmal hinten raus, aber direkt wieder zum Gegner. Und da klingelt es nicht. Boah, ey, die können aber hier machen, was sie wollen bei mir vorne. Ja, vielleicht ist totaler Angriff jetzt auch nicht wirklich. Ja, ich kann es ja jetzt nicht umstellen. Echt, wenn ich eine Sache haben will, ist das, dass ich die Taktik einstellen kann, wann ich will. Und nicht nur im Spiel, wo ich eigentlich spielen will und nicht drücken, irgendwelche Knöpfe drücken will, die gar nichts gerade damit zu tun haben. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So, Könnecke war das ja, ne? Das war der Mann, der alles kann. Nie. Dessen Namen ich doch nicht mehr kann. Ja, sehr schön zum Gegner gespielt. Das mache ich immer sehr gut. Ihr merkt, ich habe innerlich schon aufgegeben, ganz ehrlich. Wie soll hier noch was passieren? Wolfsburg ist einfach extrem stark. Im Karrieremodus. Wolfsburg ist einfach 10-mal besser als Bayern im Karrieremodus. Das ist meine absolute Erfahrung, die ich gemacht habe. Die sind einfach verdammt schwer zu besiegen. Bayern habe ich einfach fast jedes Mal besiegt, so ungefähr, ja. Aber Wolfsburg, ey, die machen einem das Leben richtig schwer. Die machen halt vorne die Dinger, die Buden sowas von eiskalt rein. Das hast du noch nie gesehen woanders. Es gibt in Europa fast keine bessere Mannschaft, die ich bis jetzt erlebt habe. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist so. Für den Karrieremodus zählt das so, ohne Scheiß. Ja, aber ich stelle mich jetzt auch nur noch an. Und dann, schade, so einen Ball halt mal mitnehmen und dann den Konter starten, aber das passiert ja einfach nicht. Das ist dann gelaufen. Die machen so Dinger, so ein Ding machen die hier noch rein. Gut, der Elfmeter, muss ich sagen, war wirklich selbst verschuldet aus eigener Doofheit, Plemplemheit. Warum er jetzt nicht nach vorne läuft, verstehe ich nicht. Könnecke habe ich gerade geschickt, aber der bleibt einfach stehen. Oder war der da blockiert worden? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wundert mich, dass er nicht mal nach vorne gelaufen ist. Komm, ein Ehrentreffer.
nach den ganzen Chancen wäre das schon schön gewesen, jetzt noch ein 3-1 wenigstens rauszuholen. Aber das ist hier ein ganz klares Ding für Wolfsburg. Kann ich nichts machen. Wolfsburg ist und bleibt einfach mein stärkster Feind. Jetzt haben sie auch mehr Chancen gehabt am Ende. Aber ein Tor hätte ich nach den ganzen Chancen haben verdient gehabt. Aber man sieht es hier, Schussgenauigkeit 57%, Passgenauigkeit 78%. Alles, was unter 80% ist, finde ich, ist einfach scheiße. Muss man verbessern. Ich dachte, ich habe schon weiter gedrückt. Ich mache das jetzt. Mein Kader ist okay. Ich hole jetzt diesen einen Spieler noch. Gucken wir mal hier. Transferperiode geht ja auch nicht mehr so lange, ne? Medienvertreter. Das Rückspiel in der Europa League. Ich motiviere mal mein Team. Und einmal kurz jetzt. Okay, ich dachte gerade, mein Controller geht mal wieder nicht mehr. So, das ist hier der Spieler. Der ist auf der. Als ein freier Spieler. Für 550.000 Gehalt. Wert. 8.000 Gehalt. Wir werden ihn mal kontaktieren. Zwei Jahre von mir aus. Mal gucken, ob er das Ding einfach so annimmt. Srgidan Luchin. Luchin? Keine Ahnung. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ey, meine LB-Taste geht nicht mehr richtig. Das ist der Grund, warum ich nicht gewonnen habe. So, das nächste Spiel dann gegen Luzern wieder. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen mittlerweile. Wir können dem leider nicht zwischen Grund. Ich muss wissen, welche Rolle sie im Club für mich... Du bist ein sporadischer Spieler. Oder ein künftiger Stammspieler. Einfach das Unterste nehmen. Und dann... Mal gucken, ob er dann glücklich ist. Das wäre natürlich schon easy. Luzern. Geht das hier weiter? Oder was ist da los? Okazaki drängt auf Wechsel vom Mainz. Oh, Okazaki will weg. Zum Hamburger Sportverein. Sehen, das ist eine Beleidigung für mich. Danke für Ihr Interesse. Aber das ist eine Beleidigung für ihn. So, das Gehalt kann ich ja nicht großartig erhöhen. Dann mache ich jetzt halt sporadischer Spieler. Das heißt, hey Junge, du kommst ab und zu mal zum Einsatz. Sei froh, besser als gar nichts. Oh, Pipic kann quasi wieder spielen, wenn er wollte. Bakalorz will mehr Kohle. Mann. Die sind auch nie zufrieden, die Leute. Ah, Aigner geht von Frankfurt zu Schalke. Warum geht hier nicht weiter? Ich weiß es nicht. Bakalorz. Ey, wem soll ich dem denn noch mehr Gehalt geben? Ich weiß es nicht. Ich kann keine Kohle scheißen. Na gut, wenn er unglücklich ist, ist mir das doch auch egal. Wichtiger Stammspieler bist du, mein Freund. Der geht doch eh am Ende der Saison. Also ich will ihn ja eh dann verkaufen. Also wenn er dann mit nicht glücklich ist, dann weiß ich es auch nicht. Spiele wurden neu gesetzt, ist okay. Und das nächste Spiel ist Europa League gegen Luzern. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dann dabei seid. Diesmal geht es am Samstag um wahrscheinlich 11 Uhr vormittags. Könnt ihr, wenn ihr früh aufsteht... Könnt ihr es schon gucken dann. Schaut einfach auf modernconsumer.de vorbei. Dann wisst ihr, wann es rauskommt, wenn ich es weiß. Und macht's gut. Bis dann erstmal. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.